Schau dir das an, das ist ein Manches. Kein Sanchez, sondern Manches. So, Kollegen, wer übernimmt die Rechnung? Der Typ hier. Der Marcel, der hier vorne. Ey, dem gehören beide Motorräder. Du musst damit Videos machen. Wer ist Marcel? Das war mein Motorrad. Auf der Stirn stehen, Jungs. Ja, den, so, der mit dem weißen Tanktop. Was denn, Digga? Kommen Sie mal her. Schreib mir die Meister. Nee, nee, ey, Der Name ist Olaf Schaf. Nee, Digga, hier, Marcel, hier das, Digga. Hier. Nein, schreib mir die Rechnung. Ich übernehme die. Geben mir einfach beide die Rechnung. Pass auf, ich mache einfach, der eine kriegt das, wa? Genau, Digga. Nein. Doch, Digga. Hier. Entschuldigen Sie? Was? Piss dich, du Wichser, Digga. Junge. Ich wollte eigentlich fragen, ob er reparieren kann, weil meine. Ja, kann ich. Fahr nicht dran, mach kurz. Warte kurz. Warte kurz. Okay. Was war der Scheiße? Jetzt kannst du seinen Reifen auch noch mit reparieren. So, Boys. Jojo, gibt's hier. Das ist doch ein Bild, was er hier macht, Jungs. Steigt auf die Motorräder, Jungs. Mach mal Motorhaube auf, Kollege. Ey, Ehre, steig bei mir nicht auf, Digga. Scheiß auf dich. Schönen Abend noch, Jungs. Treib's nicht zu wild, wa? Nee, schönen Abend. Ja, lass dir gut gehen, Digi. Rein, Mann. Ciao. Ey, wollen wir Mechaniker gehen? Was labert der? Weiß ich nicht. Was für Mechaniker? Wir waren doch gerade beim ADAC. Ja, weiß ich auch nicht, Digga. Ab in den Klamottenladen. Ey. Ja. Wir brauchen auch noch eine Geisel, ne? Ja, holen wir uns, kein Problem. Mhm. Ey, Bruder, Digga. Der fährt in den Laden rein, Mann. Ey, kleines Arschloch, Digga. Idiot, Mann. Wo gibt's hier Masken? Hier kann man keine Masken holen. Ja, da können wir auch gleich noch hin. Ach, egal. Das werde ich mir wahrscheinlich die nächsten 5 Tage anhören müssen mit dem Lex. Kann ich nichts machen. Als wenn ich nicht wissen würde, dass Leck. Boah, so schwer. Ey, Olaf, ich hoffe, du hast abgeschlossen, Mann. Ey, so sagt Bargeld dabei, Digga. Ey, haut den Olaf da nicht auf, Digga. Der kann gleich nicht mehr umziehen. Wer hat Bargeld dabei? Einer nicht dabei. Ich hab auch kein Bargeld. Ist draußen ein Automat? Warte, ich hol kurz Geld von uns, Digga. Warte. Ich hab nur 300 Bar dabei, gerade. Jetzt will ich mal sehen, wie du dich umkleiden kannst. Aber die Weste kommt weg, oder? Aber heute wirklich extrem. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann ja nichts daran ändern. Ich habe mir einen neuen PC bestellt und mehr kann ich ja nicht machen. Ja, Bruder, mir gefallen die alle nicht. Boah, warte mal. Nee, das ist ja blau, muss ja neutral sein. Ja, das haut ja überhaupt nicht hin, Alter. Ganz komisch aus, weil die hier haben, Digga. Ganz komisch. Boah. Und außerdem, ich sag euch auch ehrlich, es liegt auch an dem Server. Und wer das leugnet, der lügt einfach, weil dieser Server leckt halt wirklich. Weil auf Fastlife, als ich auf Fastlife war, da hat's gar nicht geleckt. Guten Tag. So, wer braucht jetzt alles Geld, Digga? Ich brauche ein bisschen was, Bruder. Hier der Pfandflaschensammler, Digga, Moment. Der braucht immer Geld. Man kann nie genug Geld haben. Digga. Warum ist hier ein Motorrad, Digga? Warum steht das hier? Und warum ist es kaputt, Mann? Ey. Das ist so cool, Mann. Ey, yo, der Typ da drüben. Ist es dein Helikopter da draußen? Ja. Hey, hast du einen Flugzeugschein? Nö. Mann, fuck, ich will ein Wasserflugzeug. Weißt du, wie viel der kostet? Nee, keine Ahnung.
Oh. Auf jeden Fall schönen Abend noch. Ach ey. Wie kann das sein? Mann, ich finde ein Wasserflugzeug, das hat letztens so Spaß gemacht. Digga, dass der ein Flugzeug hat, wir nicht. Das krieg ich nicht in meinen Kopf rein, Digga. Ja, okay, Dono Wall, danke dir, Jungs. Was denn? Ja, steht mir die Jacke, Jungs, Digga. Die Jacke? Ja, die schmeckt, Digga. Schöne Hose, Mann. Jo, ja, danke dir. So. Ey, Heres, Heres. Ey, ich höre dich, Digga. Bei dir geht die Post ab, Junge. Bei dir auch immer, Rick. Ach komm, sei leise. Scheiß drauf, ich glaube, ich lass so einfach so, Digga. Hä? Ich find die Auswahl hier richtig scheiße, Digga. Oh mein Gott. Perfekt! Jetzt sind wir hergekommen für nichts, oder was? Ja, einfach nichts. Ja, das Problem ist nur, Digga, das ist unübersichtlich für ihn, Digga. Weißt du, was meinst du? Ja, Bruder, ja, ja. Du musst auf Ding achten, du musst auf Arme achten, das achten, Digga. Das ist ein bisschen für dich kompliziert, ja, Digga. Du musst die Tricks kennen, Digga. Ja, mich nervt das übelst, Bruder. Sag dir so, wie es ist. Glaube ich dir, dass du da keinen Bock drauf hast. Das macht gar keine Lust, Digga. Ja, ja, glaub dir. Dauert immer so lange, Mann. Ey, wo hast du die dicke Jacke da, die du gerade anhattest? Und dann. Wo hast du diese XXL-Jacke, die du da anhattest gerade, Bruder? Welche meinst du, Digga? Ja, so eine dicke Winterjacke. Oha. Nächste Woche kommt. Oha, die haben ja voll viel noch, Digga. Tagen, oha. Ja, du guckst auch nie bei Torsos, sondern bei T-Shirt immer. Ich guck immer bei Torsos, Digga. Ey, Rick, komm mal ganz kurz her, Digga. Ja. Und wie, Digga? Wieso kann man sich ja eigentlich Polizeiklamotten kaufen? Ja, das Ding ist, du darfst das kaufen, aber nicht mal benutzen. Mhm. Voll die Scheiße, Mann. Mhm. Ich war am überlegen, den Typen sein Heli abzuziehen, ne? Er hat es zu weit gemacht, Digga, aber wartest du mal. Digga, du wartest immer viel zu lang, so zu haben. Direkt machen. Ja, ich weiß nicht. Mein Lieblingsfußballteam, ich habe kein Lieblingsfußballteam, glaube ich. Oder? Weiß nicht. Olaf, zieh dir Sachen von Lost MC an, Mann, dann gehörst du direkt zu denen. Ja, schau. Zum Beispiel jetzt, dein Bauch ist, Ah, guck mal, die Jacke sieht cool aus. Die Jacke sieht aber cool aus. Da musst du deine Arme ändern, weißt du was ich meine? Ja, geht, Digga. Die Hose ist halt beschissen. Ja, warum läufst du die ganze Zeit mit der Maske rum? Bergi, Olaf, danke dir für deinen Hundwitz. Ey, ich Jungs, was sagt ihr zu meiner zu meinem... Deine Mutter nicht erkennt, ob ich auch unter alle sagst. Kleiner Mixer. Ja, Sosa, was ist das denn? Was sagt ihr? Oh, ja, passt zu dir, Digga. Kobold. War da krass. Randaliert oder so. Keine Ahnung. Oh, da ist einer von dem Platz, von einer Crew, Bruder. Shopping Queen hier oder was? Oh, nee, sehr geil. Was will der denn jetzt machen? Was geht? Sehr geil. Was geht? Sepp will mit dir reden, der ist draußen. Okay. Alter. Halt, stopp! Ey, was los? Was los? So war das nicht mal. Immer mit der Gruppe, bitte nicht. Wie hieß denn der OG? Ja, der OG, das war so ein Schwanz. Der hatte so Bruch, so wie ich, hm? Der hatte eine rote Jacke. Aber so einen ekligen Bauch, so ein Bierbauch, so wie ein kurdischer Vater. Nein, ja, er hat gesagt. Kein Chef von uns. Der hat gesagt, ich bin OG von dem Platz. Ja, wie hieß der denn? Ich war auf meine Mutter keine Ahnung, er hatte weiße Haare. Gut, dann war das nicht. Weiße Haare, das ist nicht unser Frank. Das ist nicht unser, Joji. Ja, ich schätze auf den Wichser. Ja, aber er hat gesagt, er gehört zu dem Platz. Ja, ich hab da gesagt, ich werde den Platz auseinandernehmen, hm? Mir sagt den Platz zu, da hast du immer noch verstanden. Guck mal besser. Warte, ich sag dir, nein, du hättest nicht. Was schreit der überhaupt so rum, Mann? Schrei mal nicht so rum! Ja, alles gut, immer mit der. Halt die Fresse, ich bring den gleich um, warum schreit der so rum? Ey, schlag mich nicht, auf der Rennen. Ich hab Nasenblut, schalt mal einmal. Ich will jetzt eine Sache sagen, Digga, mal leise. Ihr seid alle leise, wenn einer redet. Ich muss das weg. Können wir kurz unter vier Augen reden? Waffen weg, Sosa, Waffen weg. Nein, jetzt richtig keiner. Polizei ist jetzt. Ach, Mann. Können wir mal kurz unter vier Augen sprechen, man? Jo, Sosa. Jo, was los?
also ich habe das jetzt geklärt. Was los? Werde ich noch gesucht? Nee, das habe ich nicht geklärt. Das weiß ich nicht. Ich habe das geklärt wegen den Überfällen mit Zivilisten. Und was los? Also du darfst das machen, aber du musst als Gangmitglied erkennbar sein. Als Gangmitglied? Genau. Also muss ich mir doch Platzklamotten anziehen. Genau, richtig. Hä? Platzklamotten. Ja, ja, ja. Was ist das? Die haben ja die Regelung geändert. Ja, ich habe auch gesagt, dass es doch mal anders da war und so. Aber ja. So ist es anscheinend richtig. Und ey, Jungs, da vorne ist Polizei! Ihr dürft nicht mehr als 5 Leute sein. Ja. Hey, Sippi, weg, okay. Weg, Digga. Boah. Ja, ja, alles gut. Ich steck mal hier. Ey, die Idioten, ey. Find ich. Alle, ey, bitte schlagen. Die Idioten haben draußen geschossen, ja, und da vorne ist Polizei. Nicht schlagen, bitte, nicht schlagen. Ich fahr nicht mit. Ey, warum fährt er nicht? Wird geschossen. Ey, Jungs, hier sind die Bullen, Junge. Was ist ja, der sagt doch eh nicht einmal. Ey, Jungs, hier sind die Bullen. Ich weiß, dass sie die Bullen sind. Vielleicht so klar, mit der Lärmung. Wir werden gesucht, Sibi, Digga. Dann hau ab. Ja, mach du, Digga, wir waren. Ich schwöre, ich werde anzeigen, dich bei Polizei. Warte ab, du Schwanz, warte ab. Komm, lass abhauen, Junge. Motherfucker. Digga, was mit deinem Motorrad? Anzeige gegen Polizei. Ja, Digga, was ist hier los, Alter? Rick, ja. Wo wollen wir jetzt hin? Wo wollen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, fahr mal, die Polizei, die suchen uns noch. Ja, deswegen, Digga. Ist das der Lambo von Fari? Digga, die Scheiße ist jetzt kaputt, Digga. Ist kaputt! Direkt auf der Kreuzung! Verdammt! Oh, nee, jetzt ehrlich? Da vorne steht noch einer, was? Digga. Der ist auch 100% kaputt, Mann. Digga. Kaputt. Es ist schon kotzen, Digga. So ein Manches bekommt ihr niemals, Junge. Es ist abgeschlossen, Digga. Ey, ich dreh durch, Mann. Junge. Alles wegen Sibi, so Digga. Ein Scheiß, Mann. Warum muss Sibi denn da rumschießen? Er weiß nicht, dass wir versucht werden. Ja, was machen wir jetzt, Digga? Wir müssen laufen. Diese Scheiß... Warum haben diese Idioten Dave entfernt? Warum? Warum machen die Dave raus? Das ist wieder ein Grund für mich, einfach den Staat zu verlassen. Ja, für wirklich, mich, warum machen die den raus? Als wenn ich eine Stunde warte auf diesen scheiß ADAC. Ja, da bin ich ganz bei dir, Digga. Wir müssen jetzt... Ey Jungs, wie findet ihr mein neues Outfit, jetzt mal ehrlich? Das sieht echt aus, Mann. Ist eine 10 von 10, Digga, aber zu der Sache mit dem endlich Dave, was Digga. Bruder, ihr müsst das so sehen. Diese Daves sind überfüllt in der Stadt und die gehen halt nicht immer weg. Digga, wisst ihr, was ich meine? Ja, da müssen die dann daran was ändern. Digga, dann haben wir noch mehr Kopfschmerzen, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir auch ehrlich, ich war ja auch in anderen Städten, da ist so viel weniger Kopfschmerzen. Ich hab hier in der Stadt am meisten Kopfschmerzen. Ja, ja, da hast du recht, Digga. Sind die von euch? Ja, ja. Ey Jungs, könnt ihr mich und Big Soße mitnehmen? Soße, hast du Notfunk gemacht? Soße, du musst mir mal ganz kurz sagen, warum weichen. Komm mal ganz kurz mit. Soße. Was? Warum wir jetzt? Hä? Was? Antworte mir, hast du Notfunk gemacht? Nein, hab ich nicht. Okay. Wer macht dann Notfunk? Was ist los? Ey, moin moin. Warum weichen vorhin im Dings, im Krankenhaus? Ja, ja, bei dir. Weil dazu meinte, ich war im Knast, was von der los? Weil wir Dings, wir waren im Gefängnis, weil wir Scheiße gebaut haben. Wir haben im Gefängnis, weil wir Scheiße gebaut haben und Dings hat uns rausgeholt. Dann sind wir geflüchtet und du bist runtergefallen und wir sind weiter geflüchtet. Aber warum kam ich überhaupt in den Knast? Weil du, das weiß ich nicht, ich glaube, du hast irgendwie Stress mit Polizisten angefangen. Stark. Ja, ich bin Dings disconnect, was soll ich machen? Boah, Chats, an alle Leute, die jetzt vom Monte rüberkommen und hier irgendwas. Yo! Wo sind die hin? Fucking sleeper, man. Noch Zeit, danke dir für den Prime. Wo sind die hin, Mann? Hallo? Yo. Ey, Jungs, hier seid ihr. Ja, ja. Hattet ihr auch Kopfschmerzen? Ja, nee, Mann. Gar nicht. Ich hab Kopfschmerzen, Digga. Ich hatte kurz den. Ey, Jungs, jetzt mal ehrlich, Mann. Das geht so nicht weiter mit diesem Staat. Nee, das nervt auch, Digga. Das kann nicht sein. Auch, die haben doch finanzielle Mittel, um irgendwas hinzukriegen. Also, Bruder, ich hab mit dem geredet, Digga. Mit dem Bürgermeister. Und was los? Der hat gesagt, in einer Woche machen die ein krasses Update, Alter. Also, du weißt, was ich meine. Was für ein Ding, Digga?
Alter, ich glaube, du bist stone für die Shirt. Oh, sorry, sorry. Also wird die Wirtschaft erneuert, oder Digga, was? Ja, Olaf schon sauer, Digga. Nein, alles gut. Olaf, beruhig dich. Ja, ja, alles gut, Digga. Sind wir wieder alle da, oder was? Jo, oh, ich hab fuck, dein Auto um die Ecke gestellt, Bruder. Ja, okay, easy. Ey, wir brauchen ne, wir müssen hier irgendwie wegkommen. Ich brauche ist das jemand von euch da? Hat selbst schon mit dir geredet. Nee, noch nicht richtig, aber weil ich gerade Dings hatte. Ey, Rick. Ja, wer bist du? Das ist einer von euch. Ey, ich bin wieder aufgewacht, ich hatte Dings. Ja, ich war auch kurz weg. Geh vom Fenster. Micha, ist eigentlich alles gut bei dir? Jojo. Ja, bei dir? Nice. Ja, Mod Oni könnt ihr rausnehmen, Mods. Wir machen noch einen Kampf. Können wir gerne machen, gar kein Problem. Ja, ich bin überrascht, Mann. Du hast schon mit Sosa geredet. Auf uns warten zwei Autos. Ja, ich hab Benjamin Polizei. Komm einfach so in den nächsten 30 Minuten oder Stunden. Also, ey, Mujo hat gesagt, man darf Überfall machen, wenn ich mich als Blatt verkleide und da müssen maximal 4 Zivilisten. Ja, man darf 5-5 sein, ein Blatt und 4 Zivilisten, das passt. JP und Sosa bekommt, könnt irgendwie in die Hut kommen, da habt ihr keine Probleme. Was? Jetzt? Wir haben keine Karre! Ah, pass auf, Digga! Ich kann einen mitnehmen. Ey, Marcel, geht's dir gut? Warte mal ab, Digga, hier. Kennst du den hier, Digga? Warte, zeig dir auch einen. Hier, Digga, schieb's dir ganz tief in deinen Arschloch, Alter. Ey, Omi, Mann, was soll ich sagen? Nicht du, ja. Ey, was machen wir denn jetzt? Den Big Soße, wollen wir jetzt? Läuft ja überhaupt nicht. Ja, gerade ist echt Kopfschmerzen sein Vater. Micha, sehr, guckt euch mal bitte an. Ja, dann will ich erstmal gleich nochmal kurz gucken, ob Herr Toast da ist. Herr Toast? Micha. Ja, wegen Importfahrzeugen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte wegen Haftbefehl. Micha, müssen wir in die Hut? Oh, jetzt hat der Kopfschmerzen, ich raste hier komplett aus in dem Scheißstaat, Mann. Kriegen die überhaupt irgendwas geschissen? Ich sag euch seit einer Woche, dass wir weg wollen von dem Start, aber ihr wollt es alle nicht. Ihr macht es ab morgen, ich bin hier nicht mehr. Kannst mir den ganzen Schmarrn nicht mehr geben, kannst kein Auto auspacken, kannst keine 5 Meter laufen, kannst gar nichts machen. Soll die Scheiße, Mann. Aber Sippi, meinst du den Start, wo ich mein, Digga? Weil das ist ja ein problematisch. Ich weiß nicht, ich gehe einfach irgendwo hin, wo ich meine Ruhe hab. Kann keine 5 Meter laufen, nur dass irgendein 5-jähriges Frontline-Kind mich nervt oder dass ich ein Auto auspacken kann. Scheiße, Mann. Ja, okay, ey, dann warten wir erstmal, dass Kopfschmerzen vorbei sind. Rick, ruf mich gleich, Soße, ruf mich gleich an, okay? Perfekt, danke dir, Kuss. Jetzt hat er auch Kopfschmerzen. Rick, bist du da? Ja. Fahr mal bitte runter zum ADAC. So, jetzt stehen wir wieder da, Digga. Ah, Micha, ja, servus. Sind wir auch mal wieder dort. Der ist so, ist aber fast von dir. Jojo. Sosa? Wo ist Sosa? Hey Jungs! Micha ist wieder da. Er war kurz im Kopf, was los? Ja, Micha ist wieder da. Der sollen wir dich gleich abholen oder was? Sosa, wir werden gleich abgeholt hier, Digga. Ja, okay. Ey, jeder Schwanz hat einen anderen Plan, das nervt mich so heftig hier. Ja, so, keine Ahnung, Sosa. Was ist denn los? Ja, was heißt einen anderen Plan? Wir haben nur einen Plan, wir fahren jetzt in die Hut, was denn was du machst? Ja, aber was wollte Micha von mir? Was hat er gesagt, was Dings? Du wolltest doch gerade was von Micha. Nein, er hat doch vorhin gesagt, wegen der Hut, dass ich da hingehen soll. Aber was ist denn da? Wie, was ist da? Du sollst einfach kommen so. Ach so, ich mach Überfall. Hä? Dann mach dann. Ja, dann mach. Das ist der Grund der Achtung, wir fahren los. Dann macht der Überfall. Ja. So, jetzt werden wir abgeholt, ja? Komm, lass wieder nach vorne. Okay. Digga, hä? Hä? Digga, ich checke gar nichts mehr. Ich schwöre, ich checke gar nichts mehr. Ich hab doch... Digga, was? Ich mach das, was ich schon immer gemacht habe. Und das ist einfach, verfickt nochmal, Überfall. Ich hab immer einen scheiß Überfall gemacht. Schon seit Anfang an auf diesem scheiß Server. Du bist alle angepisst, weil du mit denen fährst. Digga, ist doch... Als wenn ich nicht genug Zeit auch mit dem Platz verbringen würde. Als hätten wir nicht gestern Abend auch, als wenn wir nicht die ganze Zeit unterwegs gewesen mit dem Platz. Digga, ich bin doch so viel auf diesem Server. Hä? Du sollst Olaf Bescheid geben, wenn die Kopfschmerzen weg sind, Digga, ja? Ja. Sind die jetzt Kopfschmerzen weg? Bei uns schon, Digga. Bei dir weiß ich nicht, Digga. Ja, bei mir sind meine Kopfschmerzen auch weg. Ey, ja. Lass so lange Geiseln besorgen. Warte, ich ruf ihn an.
Warte, Digga, wir werden jetzt erstmal abgeholt, ja? Ja, dann okay, dann sag, ich rufe ihn an und sage, wir besorgen schon mein Geist.